Hallo, mein Name ist Christiane Söder-Richter. Ja, ihr habt ja schon ein bisschen mit meinen Berufsübungen seid ihr schon beschäftigt gewesen. Jetzt zeige ich das effektivste Krafttraining, was ihr machen könnt, sind das sogenannte K3-Training. Ein Training an der Schwelle, leicht über der Schwelle, also richtig anstrengend und eben das super beste Krafttraining, was ihr machen könnt. Ja, auch im Winter, gerade auf dem Ergometer, ganz ideal. Anfangen tut man so mit 3x5 Minuten, bis kann man steigern bis 5x10 Minuten. Ja, für ganz ambitionierte kann man auch länger machen noch. Pausen, genau die gleiche Zeit, das heißt 5 Minuten zuerst, dann halt eben entsprechend danach eine 10 Minuten Pause. Und eben das Krafttraining heißt hoher Widerstand. Ja, das heißt, ich stelle jetzt den Widerstand mal hoch. Und es sollen nur 60 Umdrehungen pro Minute mit ganz viel Widerstand. Das heißt, die Muskulatur muss jetzt richtig arbeiten. Ihr seht jetzt auch schon, ich muss mich mehr anstrengen, mehr und mehr, kann immer unflüssiger reden. Und ihr seht, die Muskulatur ist komplett im Einsatz. Ja, also wirklich von der Fingerspitze bis zur Fußspitze ist alles im Einsatz und muss alles arbeiten. Deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr ein gutes Grundtraining macht. Ich mache jetzt nicht weiter, schalte wieder zurück. Das heißt, Pause ist wie gesagt wieder easy und ungefähr 110 Trittfrequenz. In dem Sinne, alles Gute. Bis dann und ihr werdet mich dann hoffentlich bald überholen am Berg. Nein, ich werde auch weiter trainieren. Ciao.